Hallo und herzlich willkommen. Ich fahre heute auf dem Donauradweg von Ersingen über Ulm nach Dillingen. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 8:45 Uhr, das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Und heute will ich mal ausprobieren, ob ich eine Powerbank mit meinem Solarpanel aufgeladen bekomme. Das war ein sehr schöner Campingplatz in Ersingen. Einfach nur so eine Wiese neben dem Gasthof, da konnte man dann abends essen gehen. Und ja, hat nur 10 Euro gekostet. Hier wird die Donau aufgestaut und geht jetzt auch ein Stück kanalähnlich weiter. So, da vorne sieht man schon die ersten Gebäude von Erbach und ich habe wieder tüchtigen Gegenwind. Durch Erbach ging der Weg jetzt nicht durch. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da vorbei war. Aber jetzt bin ich wieder an der Donau. Ich kann eine kleine Pause machen. Ich habe mir was zu essen besorgt. Die Donau war hier irgendwie geteilt. Wahrscheinlich ist das da ein Kraftwerk. Und jetzt fließen sie aber wieder zusammen. Und jetzt kommt auch wieder ordentlich Wasser durch. Das Tal ist hier ziemlich breit. Deswegen weht hier auch so ein Wind. Und hier ist jetzt was los auf dem Radweg. Es kommen immer mehr Radler. Jetzt geht es schon eine ganze Weile an so einer Art Deich an der Donau entlang. Eben war sie ein bisschen mehr kanalisiert. Jetzt versuchen sie zu renaturieren, wie es aussieht. Ich nähere mich jetzt Ulm. Eben ging es einmal über die Donau. Jetzt geht es hier an so einer Art Kanal entlang. Gleich müsste auch noch die Iller-Mündung kommen. Das müsste jetzt wieder die Donau sein. Dieser Kanal führt dann, glaube ich, an einem Kraftwerk vorbei. Ich bin jetzt auf der Uferpromenade von Ulm und versuche jetzt in die Innenstadt zu kommen. Da ist schon mal der Turm des Münsters. Da kommt man jetzt nicht direkt hin, wegen der Mauer hier. Aber hier gibt es einen Durchbruch. Vom Fluss aus kommt man als erstes mal auf den Marktplatz. Und wie ich sehe, haben die Leute in Ulm Geschmack, wenigstens was Blumen angeht. Bei den Gebäuden bin ich mir nicht so sicher. Das könnte das Rathaus sein. Da drüben ist das Münster. Aber wie so oft, der Turm ist eingerüstet, wenigstens zur Hälfte. Wenn ich mich recht erinnere, ist das die höchste Kirche in Deutschland. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich da mit richtig liege. Ja, von hier aus sieht die Kirche noch deutlich beeindruckender aus. Ulm scheint im Krieg zerstört worden zu sein. Ich sehe nicht viel historische Gebäude hier. Außer dem Münster scheint es hier jetzt nicht so viel zu sehen zu geben. Ich konnte jedenfalls was zu essen bekommen, das ist schon mal gut. Und jetzt geht's weiter. Bin wieder zurück an der Donau. Jetzt kann es weitergehen. Na, dieser Turm wäre nichts für mich. Ist auch noch so schief. Es ist inzwischen 12 Uhr durch. Ich bin in den letzten 3 Stunden ungefähr 15 Kilometer weit gekommen. Bin etwas demotiviert wegen dem Gegenwind. Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich jetzt nicht von Ulm einfach den Zug nach Hause nehmen soll. Aber ich bin jetzt doch erstmal weitergefahren. So, das Donautal wird jetzt wieder interessanter. Der Radweg führt jetzt an der Straße entlang, am Fluss entlang. Das könnte ein Kraftwerk sein. Da wird die Frage gestellt, ob ich glücklich bin. Von Ulm aus ging es jetzt sehr lange an Straßen entlang, die sehr weit von der Donau entfernt waren. Ich hoffe, es wird jetzt endlich wieder ein bisschen spannender hier im Wald. Hier erwischt einen auch der Wind nicht so. Eine halbe Stunde ging es jetzt geradeaus durch den Wald und jetzt bin ich endlich wieder an der Donau. Ich gehe jetzt schon eine ganze Weile auf dem Donaudamm entlang. Vorne kommt anscheinend ein Kraftwerk, dahinter ein Ort. Die Wege sind hier noch kaputt vom Hochwasser. Das ist nicht so schön. Hier ist jetzt auch noch eine Sperre. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die ignorieren soll. Ich bin mal weitergefahren. Ich hoffe nicht, dass da gleich das dicke Ende kommt und ich alles wieder zurückfahren muss. Hier wird es abenteuerlich.
Ich kann schon verstehen, warum die das hier gesperrt haben. Aber bis jetzt bin ich noch durchgekommen. So, auf diesem Wegabschnitt war die Barke jetzt zur Seite gestellt. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen besser. Die hatten wahrscheinlich Wichtigeres zu tun, als erstes mal die Radwege hier zu reparieren. Ja, der Weg hat an Ginzburg vorbeigeführt. Ich habe auch das Legoland nicht gesehen. Wäre ich doch gerne mal reingegangen. Das ist schon ein Kindheitstraum von mir gewesen. Aber es sollte wohl nicht sein. Jetzt geht es hier auf so eine Art Deich entlang. Und der scheint nicht überspült gewesen zu sein, denn die Wegbeschaffenheit ist deutlich besser. In anderen Wegen, da war teilweise das ganze Untermaterial rausgespült und es ging durch eine dicke Schotterschicht. Aber irgendwie ging das ganz gut mit diesen Reifen. Hab ich echt Glück gehabt, dass ich die jetzt drauf gezogen habe. So, da kommt das nächste Kraftwerk. Wir könnten ja gut Windkraftwerke aufstellen. Das ist schon ganz schön anstrengend, gegen den zu fahren. Und hier sieht man die Abbruchkante kaum. Das ist wie ein Infinity Pool. So, hier an der Staustufe Offingen ist jetzt aber endgültig Schluss. Da kann man nicht mehr Fahrrad fahren, da ist alles weggespült. Ich bin ja hier auf dem Campingplatz in Ersingen kurz vor Erbach gestartet. Durch Erbach, dann heute Mittag war ich in Ulm und bin dann immer weiter gefahren, bin an Günzburg vorbei, stehe jetzt hier an der Staustufe Offingen, Kraftwerk Offingen. Ja, jetzt muss ich hier diesen Waldweg hochfahren, komme dann auch wieder auf einen Radweg, der mich dann zurück auf den Donauradweg führt. Also es ist nicht so dramatisch, glaube ich. Aber mal interessant, wie der Unterbau von so einem Weg aussieht. Dicke, fette Steine und dann kommt da Kies und Sand drüber. Ist ja auch sehr schön hier. Da weiden schwarze Kühe und ich bin jetzt auf diesem Weg, der mich zurück auf den Donauradweg führt. So, jetzt bin ich zurück auf dem Donauradweg und der führt jetzt auch ziemlich weit weg von der Donau bis nach Gundelfingen. Der Donauradweg ging jetzt durch Gundelfingen, durch die Altstadt. Und der Eurovelo 6, dem ich jetzt gefolgt bin, ging daran vorbei. Jetzt sind es noch 8,3 Kilometer bis Dillingen. Und da ist ein Campingplatz. Was mich immer sehr verwirrt ist, wenn das Schild links am Pfahl hängt, der Pfeil aber nach rechts zeigt. Ich komme jetzt nach Lauingen an der Donau. Scheint ein sehr nettes Städtchen zu sein, dieses Lauingen. Das ist wohl das Rathaus. Und auf diesem Turm befinden sich noch sehr schöne Wandmalereien. Und der Turm an sich ist wohl von 1478. Und unten an der Donau gibt es wohl noch Reste einer alten Stadtmauer. Jetzt geht es die letzten Kilometer bis Dillingen wieder am Fluss entlang. Ich hoffe, dass die Wege befahrbar sind. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Aber jetzt kommt ein großes Loch. Anscheinend war der Weg irgendwie auch gesperrt. Naja, ich bin durchgekommen. Ach, das ist noch ein altes Hochwasserschild, das wir noch nicht abgebaut haben. Oh, jetzt geht es hier noch ein Stück durch einen finsteren Wald. Das lässt sich aber sehr gut fahren. Ich hoffe, ich bin gleich da. Ich habe zum Glück vorhin noch eine Tankstelle gefunden. Das erste Mal Zuckerwasser und einen Schokoriegel. Scheint hier ein Auwald zu sein. So, jetzt nach Dillingen rein geht es nochmal den Berg hoch. Schaue ich mal geschwind, ob es da nicht eine Alternativroute gibt zum Campingplatz. Es hätte eine Alternativroute gegeben, aber dann wäre ich nicht durch die Altstadt gekommen und ich muss auch noch zum Supermarkt. Sehr schön hier. Ich wollte jetzt einkaufen gehen und muss dafür mein Solarpanel wegpacken. Ich bin ziemlich zufrieden damit.
hat heute aber auch richtig schön die Sonne geschienen. Die Powerbank war bis auf einen Strich leer und jetzt ist sie voll. Ich habe den ganzen Tag eben ein bisschen geladen. So, ich bin am Campingplatz angekommen. Mal sehen, ob die ein Plätzchen frei haben, aber es sieht ganz gut aus. Ja, trotz permanenter Mückenattacke habe ich mein Zelt jetzt schon aufgebaut. Da drüben ist die Donau. Und da geht es dann morgen weiter, die Donau flussabwärts. Ich weiß noch nicht, wie weit. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!